Bei einem Lawinenabgang am Dachsteingebirge in Österreich sind 5 Schneeschuhwanderer ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde die gesamte Gruppe von den Schneemassen verschüttet. Die riesige Lawine hatte sich am Morgen am Dachstein unweit der Seetaler Hütte auf einer Höhe von 2800 Metern gelöst. Die Identität der 5 Wanderer war noch nicht abschließend geklärt. Ihre Leichen wurden nach Hallstatt gebracht. Das Dachsteingebirge gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen für Wintersportler in Österreich. Es liegt an der Grenze der beiden Bundesländer Oberösterreich und Steiermark.